Angehörige, Freunde der Bramsche Stiftung, die Einwohner der Verbandsgemeinde Ulzheim. Unter dem Motto "Wir halten zusammen" darf ich heute Ihnen die Grüße der Bramschen Stiftung stellvertretend für alle Bewohner und Mitarbeiter überbringen. Adventszeit, die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Weihnachtsbaum, Weihnachtsschmuck, Adventskränze und Kerzenlicht stimmen uns auf Weihnachten ein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben sich viel Mühe, mit weihnachtlichen Gedichten und Klängen uns einzustimmen und bei gemeinsamen Backen von Gebäck, Christstollen und Kuchen bei Tee und Glühwein uns auf das Fest vorzubereiten. Dabei ziehen angenehme Düfte durch das Haus. Zugegeben, es ist ein ganz besonderes, um nicht zu sagen, ein verrücktes Weihnachten 2020 mit Kontaktbegrenzungen, FFP2-Masken, PCR- und Antigen-Schnelltests. Die Tage sind geprägt von Zahlen und Inzidenzen sowie Pressemitteilungen, Verordnungen und Vorgaben. Und diese sind von Bundesland zu Bundesland manchmal auch noch unterschiedlich und etwas verwirrend. All dies passt nicht so zu unserem Weihnachten. Wir vermissen vieles und Corona prägt unser Leben. Es lässt liebgewonnene Aktivitäten vermissen und doch bemühen wir uns um friedvolle und frohe Weihnachten. Das Fest, an dem wir unsere Liebsten so nahe sind, wenn sie auch noch so fern sind. Im Herzen sind sie bei uns. Noch vor einer Woche haben wir uns mit einem Videoclip zum dritten Advent mit dem stolzen Hinweis vorbereitet, dass alle Bewohner und auch die Mitarbeiter ohne positiven Testbefund auf Covid-19 sind. Ja, nun hat uns Corona wieder eingeholt und wir haben Befunde sowie Verdachtsfälle im Haus. Zu den Änderungen zu den Besuchszeiten der Vorgaben zu den Schnelltests haben wir Sie bereits informiert und wir werden auch die Informationen weiterführen, sobald wir mehr Klarheit haben. Dafür bitten wir um Verständnis. Die Begrüßung von voriger Woche mussten wir nun ändern. Die folgenden Aufnahmen vom Team Freizeit mit den Weihnachtsgeschichten, diese wollten wir Ihnen jedoch von voriger Woche unverändert übermitteln. Danke Pfarrer Meckler, der am dritten Advent für uns kurzfristig einsprang und immer wieder einfühlsame Worte findet. Doch nun zu den Geschichten. So fängt Weihnachten an. Mit jedem Lachen, das du teilst. Mit jedem Schmerz, den du heilst. Mit jeder Gabe, die du schenkst. Mit jedem Freund, an den du denkst. Mit jeder Brücke, die du baust. Mit jeder Hoffnung, der du traust. Mit jedem Schritt, den du gehst. Mit jedem Herz, das du verstehst. Mit jeder Hand, die eine andere hält. Mit jedem Menschen, der vom Licht erzählt. Mit jedem Frieden, der uns alle vereinen kann. Und mit Liebe im Herzen. So fängt Weihnachten an. Hauptsache das Kind. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl das Wichtigste an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, meinte Eisbär. Viel Schnee. Und er schwärmt verzückt. Weiße Weihnachten feiern. Für das Reh ist klar, ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich Weihnachten nicht feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heult die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, erklärt der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzt die Elster. Jede Weihnachten krieg ich was. Ein Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten.
Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummt der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es das nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten. Mach's wie ich, sagt der Dachs. Pennen, pennen, das ist das Wahre. Weihnachten heißt für mich mal richtig ausschlafen. Und saufen, ergänzt der Ochse. Mal richtig einen saufen und dann pennen. Aber dann schrie er auf einmal: Aua! Der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Ja, du Ochse, denkst du denn nicht an er, das Kind? Da senkt der Ochse beschämt den Kopf und sagt: Das Kind, ja, das Kind. Das Kind ist doch die Hauptsache. Ja, übrigens, fragt der Esel, wissen das eigentlich die Menschen? Ja, unsere Bewohner wissen das. Sie freuen sich über ein gutes Weihnachtsessen, weil es Zeiten gab, wo sie es nicht immer hatten. Sie freuen sich gemeinsam über den geschmückten Tannenbaum. Das neue Kleid oder Schmuck sind ihnen zu Weihnachten nicht mehr wichtig. Wichtig sind ihnen besinnliche Stunden mit ihren Lieben, Gespräche, Lachen und Scherzen mit den Mitarbeitern und Gesundheit. Dafür können wir alle etwas tun. Abstand halten, Maske tragen, Rücksicht nehmen, zusammenhalten. In diesem Sinne wünschen wir euch alle frohe Weihnachten, gesund bleiben und wir halten zusammen.